als Dr. Scherer von London House vor einem Jahr zu mir kam, es war ein herrlicher Nachmittag, es war Sommer, und da sagte dieser Mann, den ich ja gar nicht kannte, ich soll einen Brief an Deutschland schreiben. Ich habe spontan gelacht und habe gesagt, das kann ich nicht, das will ich nicht. Ich bin ein 40-Zeilen-Mensch. Ich schreibe 40, 50 Zeilen jeden Tag ein Bild über die Dinge, die täglich passieren. Ich bin eigentlich mehr ein Volkstagesschriftsteller. Wie kann ich denn überhaupt einen Brief an Deutschland schreiben? Er flog dann zurück nach München und entweder hat er mir Gift ins Herz geschüttet oder einen Zaubertrank. Drei Tage später habe ich ihn angerufen und habe gesagt, ich versuche es. Alle vier Wochen kommt er nach Berlin und sammelt die Seiten ein. Und die Seiten beginnen eigentlich bei meiner Geburt. Mein Vater war Wetterdienst. Soldat. Ich kam in einer Stadt zur Welt, die mit Deutschland nichts zu tun hat, nämlich Olmütz, Böhmen-Mähren. Und als meine Mutter mich zur Welt brachte, hat sie den Wenzelsboom angeschaut in Olmütz und hat geglaubt, dass mein Vater mit seiner Maschine über das Krankenhaus fliegt. Und so beginnt eigentlich mit meinem ersten Schrei mein Leben als Deutscher. Und so langsam beginne ich das Buch zu erzählen, wie meine Mutter dann hier floh, wie wir ein Lager aufwuchsen und wie aus mir Strolch dann doch ein Journalist wurde, Schriftsteller. Ich habe wichtige Deutsche kennengelernt. Also ich fange mal an mit Kohl, aber auch mit Becker, mit Beckenbauer. Ich habe drei Jahre im Lager gelebt, im Schafhoflager, und unten waren Geräusche und meine Mutter sagte immer, hab keine Angst, das sind Kätzchen. Kätzchen, sagte sie zu den Ratten. Tja, dann war ich Domspatz, wurde nicht sexuell belästigt, weil ich doch nicht so der Erzbube dieser Patres war. Und ich erzähle also die Geschichte, die jeder eigentlich von sich erzählen kann, der in Deutschland aufgewachsen ist, der alles erlebt hat, die Reisewellen, den Hedonismus, die Angst vor den Russen, den Mauerbau. Wenn du mit einer Freundin konntest ja nur im Freien schlafen, die Hotels waren für dich tabu. Du musstest ein Mädchen zwei Monate zureden, damit du überhaupt in die Nähe ihres Büstenhalters kam. Denn es war sehr schwer mit diesem jungen Mädchen. Damals in Deutschland, in den 50er, 60er Jahren. Es ist, wie ich hoffe, ein Blick auf Deutschland, sicher aus den Augen eines Boulevardjournalisten, aber auch eines Mannes, der Deutschland sehr mag und sehr liebt.